dich gelten hier aber keine Verkehrsregeln. So. Ja, mein erster Eindruck von der Strecke Nonnenbachtal, idyllisch. Kleiner Wasserlauf, kleiner Bach, ja, Rinnsal. Hier was größer, echt schön. Ja, sowas im Wohnzimmer. Der verläuft da weiter. Ja, auf geht's. Grüße an Jürgen, Wolkenfänger, Forstweg. Aber nicht mehr lange, einen halben Kilometer. Oh, so ein kleinen Ort. Wildschweinsohle. Da schwimmt was. Schön. Forstweg. Aber macht ja nichts. Hauptsache im Wald. Happy. Alles voller Farn und Moose. Da fließt der Nonnenbach, aber nur ganz klein, schmal. Ah, dieses diffuse Licht. Also, wenn man da der kleine Bach zu dem Weiher führt. Und wenn man Wild sehen will, dann hier. Weil das hier wird nicht als Wanderweg gepflegt. Und außerdem habe ich mir hier eine sehr große Region ausgesucht, die touristisch nicht erschlossen ist. Trekking, Wandern etc., Mountainbiken. Ich hoffe, da ist gleich nicht Schluss. Ich verlasse jetzt das Nonnenbachtal und arbeite mich hier hoch. Ja, Wirtschaftsweg, aber erträglich. Und weiter geht's. Ja, innerhalb der letzten anderthalb Stunden 4 Rehe, dazu zwei, also eine Hirschkuh, ein Tier, so nennt man die in der Jägersprache, ein Tier mit einem Rehkitz. Ja, das muss wohl auch ein Sturm gewesen sein. Ach, schön. Keiner da. Ich bin jetzt drei Stunden unterwegs.
und bin keiner Menschenseele begegnet. Das ist ein Tipp hier. Natürlich viele Wirtschaftswege, Forstwege, aber eine wunderschöne Umgebung, sehr viel Wald. Ich könnte nach links und rechts abbiegen, aber ich will ja mal schauen, wie viele Kilometer ich am Tag schaffe für die große Tour. Jetzt geht's erstmal weiter. Pause. Ja. Oh, bergab. Mal der Nase lang. Ja, den Stock nach 3 Kilometern. Ich glaube, das ist Fichte. Der Moorpfad. Ja, jetzt auf den Moorsteig. Immer dort lang. Kleine Bank. Vorne am Wasser. Ja. Nee, übernachten muss ich hier nicht. Ich guck mir das erstmal an. Gut Ding will Weile haben. Lansan Marseille. Bei der Arbeit. Rote Waldameise. Und das da nenne ich meinen Ameisenhaufen. Ein schöner Ort, um jetzt das Lager aufzuschlagen. Aber Lichtungen bedeuten meistens Wildschweine. Also weiter geht's. Spannend ist hier, dass einem ständig hinter irgendwelchen Kurven was Neues begegnet. Also schon wieder eins, zwei Stück. Da, zwei, drei Stück. Ich habe mich noch nicht gehört und noch nicht gesehen. Jetzt. Jetzt. Okay. Hier, Lager aufschlagen. Aber was ist das? Unten Elektrozaun. Und hier? Ah. War ich da um 20 vor 4 und bin jetzt durchmarschiert mit 5 Minuten Pause
So, mal gucken, wo es hier weitergeht. Schön, Wiese, Weg. In Watzfontanne. 50, 60 Jahre alt. Wenn man auf dem Boden schlafen würde, dann wäre das ein guter Platz, glaube ich. Hat was. Da schlafe ich. So, geschafft. Noch 20 Meter. Und dann habe ich 18 Kilometer, ich weiß es nicht. Oh, mein Ruheplatz. Oh. Hochstand, egal, da geht die Sonne auf. Lageraufbau. Ja, filmen ist jetzt schlecht. Hab auch noch keine Kopflampe an. Es ist, ja, 22 Uhr schätze ich mal. 22.35 Uhr. Ja, außer dem Schlafsack ist alles fertig. Essen wird gleich gemacht und das ist meine Aussicht morgen früh. Auf eine Riesenlichtung. Naja, ist das nicht herrlich? In der Hektik liegt der Misserfolg. Es funktioniert. Rote Bohnen mit Salami und Babybär. So, und jetzt ist Schluss mit Film. Jetzt gibt's Essen und leckeren Honigmet. Und zwar warm. Ein Zwiebelbrötchen mit, ja, dem vorhin bereits erwähnten. Gute Nacht, bis morgen. Oh, und die Lebensmittel auch schön aufhängen. Und die Karabiner sind absolut klasse. Die kleinen, also die größeren hier und die ganz kleinen. Hier habe ich zum Beispiel die Schlaufen von den Reißverschlüssen oder die Reißverschlüsse mit verbunden oder geschlossen, damit der Schlauch von der Trinkblase da nicht hin und her geht und die aufgehen. Die Trinkblase ist hier auf der Seite. Ja, Trinkblase ist auch super. Besser als links und rechts in den Hosentaschen, Seitentaschen, die kleinen Plastikflachmänner mit dem Wasser. Die Trinkblase mit 2 Litern ist super.